Ja, herzlichen Dank, lieber Geschäftsführer. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, liebe Mitkämpfer, liebe traditionelle Opponenten, liebe Interessierte. Infrastruktur und Energiewende, zentrale Handlungsfelder der Energiewende, hat man mir vorgegeben für meinen Keynote-Vortrag. Da kann man als guter Referent ja erstmal gut drüber sinnieren, was die einzelnen Bedeutungsdimensionen dieser verschiedenen Sachen sind. Ich will versuchen, mit Ihnen so ein paar Gedankenexkurse, ein paar Experimente, ein paar Reflexionen zu machen über die Themen Energiewende, über die Themen Vernetzung, über die Themen Infrastruktur, über die Themen Märkte und so weiter. Eine Keynote hat ja die Eigenschaft, dass sie keine Antworten geben muss, sondern dass sie eigentlich die Fragen aufweisen muss, zeigen muss für die Panels, denen wir uns nachher widmen. Und ich habe mir erlaubt, in Bezug auf diese vier Panels die Thesen auch etwas selektiv auszuwählen. Aber es gibt, glaube ich, eine wichtige Vorbemerkung von zwei. Wenn 2011 das Jahr der Energiewende-Euphorie war, dann befinden wir uns zumindest im Vorfeld des 15. Oktober 2012, und Sie alle wissen, um welches Datum es dabei geht, in einer Phase der Energiewende-Konfusion. Das ist im Kontext vieler Interessen verständlich, das gehört auch zum politischen Geschäft, ist aber weder angemessen noch hilfreich noch vorwärtsweisend, weil man muss sich klar machen, wir reden ja nicht über ein Jahr Energiewende. Mich verwundert das. Ich war neulich auf einer Konferenz der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die haben ein Jahr Energiewende gefeiert. Und ich habe gesagt, wie kommt ihr darauf, ein Jahr Energiewende zu feiern? Was ist denn eigentlich im Jahr 2011 passiert? Im Jahr 2011 hat eine Regierung die Laufzeiten der Kernkraftwerke mit vielleicht 2 Jahren Beschleunigung auf einen Auslaufpfad zurückgestellt, der seit Januar 2002 im Bundesgesetzblatt stand. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die gleiche Regierung im Jahr 2010 im Zuge der Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke sich einen Satz sehr ambitionierter energie- und klimapolitischer Ziele vorgegeben hat, die es vorher so nicht gegeben hat. Und natürlich ist diese Laufzeitverlängerungsentscheidung im Jahr 2011 zurückgedreht worden und natürlich sind im Jahr 2011 auf 40% der deutschen Kernkraftwerkskapazitäten abgeschaltet worden, aber das ist ganz bestimmt nicht der Anfang der Energiewende. Energiewende ist älter. Ich komme daraufhin noch zurück, wie man Energiewende im Teenager-Zeitalter behandeln muss und wie man sie betrachten muss. Was wir aber auch gelernt haben in dieser Diskussion, auch der Konfusion über das Alter der Energiewende-Umsetzung, ist, dass die wirklichen Schritte der großen Transformation, um die es ja geht, nämlich die Gestaltung einer Energiewirtschaft, die fast ohne Treibhausgasemissionen auskommt, die sehr viel effizienter ist, die im Wesentlichen auf erneuerbare Energien aufbaut und ohne Kernenergie auskommt, dass die Umsetzung dieser ehrgeizigen Vision nur dann gelingen wird, wenn es Handlungsdruck gibt. Wenn Energiewende seit 2002 im Gesetzblatt steht, warum haben wir denn heute im Jahr 2012 die massiven Probleme mit den Netzen? Wenn Energiewende wirklich schon so lange her ist und wenn im Jahr 2010 sozusagen Entscheidung getroffen worden ist, das Energiesystem zur Dekarbonisierung, warum sind dann im Jahr 2012 so viele darüber erschreckt, was das bedeutet? Weil Energiewende und Transformation nur dann gelingt, wenn Handlungsdruck, und zwar konkreter Handlungsdruck, besteht und aufrechterhalten bleibt. Und das sollte auch denjenigen eine Lehre sein, oder es sollten sich diejenigen ins Stammbuch schreiben, die meinen, wir müssen jetzt erstmal versuchen, das Ambitionsniveau der Energiewende den verschiedenen Engpässen anzupassen, anstatt das Ambitionsniveau bei der Engpassbeseitigung den Zielen der Energiewende. Das ist eine der spannenden Diskussionen, die wir dieses Jahr und nächstes Jahr und über die nächsten 3 Dekaden führen werden müssen. Energiewende ist aber auch ein kommunikatives Problem. Und eines der kommunikativen Probleme besteht darin, dass dieser Begriff der Energiewende suggeriert, dass es einen Kippschalter gäbe, den man umlegt
Und sofort, nachdem man diesen Kippschalter umgelegt hat, fällt die Infrastruktur vom Himmel, fällt ein Marktdesign vom Himmel, passiert ganz vieles sehr plötzlich. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Energiewende ein langer Prozess ist, mit vielen Umwegen, mit vielen Lernerfordernissen und deswegen nicht ganz unkompliziert, schon gar nicht klar und schon gar nicht sofort. Energiewende ist, und auch das muss man erinnern, sozusagen als Mensch, der sich mit Dekarbonisierungs- und Klimaschutz beschäftigt, das, was wir umbauen müssen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, ist nicht nur Energie. Es geht auch um Landwirtschaft, es geht auch um vieles andere. Das ist aber heute nicht das Thema. Ich bin ein Sammler und Liebhaber alter Bücher und manchmal lohnt es sich ja, in alte Bücher zu gucken. Eins davon ist das hier. Das ist das Buch, wo der Begriff der Energiewende, den es ja im deutschen Duden noch nicht so sehr lange gibt, erfunden worden ist. Und manchmal lohnt es sich ja, danach zu lesen. Ich zitiere die Kollegen Florentin Krause, Hartmut Bossel und Karl Friedrich Müller-Reismann im Jahre 1980. Die These dieses Buches ist, dass eine grundsätzliche und radikale Wende in der Energiepolitik der Bundesrepublik und der Industriestaaten im Allgemeinen unabdingbar geworden ist. Wir möchten eine neue Strategie zur zukunftsfähigen Energieversorgung vorstellen, die uns nach sorgfältiger Prüfung technisch machbar und wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch vorteilhaft erscheint. Die sich verschärfende Situation auf dem Erdöl- und Uranmarkt erfordert eine Energiewende, für die sich die bisherige großtechnische Politik als nicht nur zu risikoreich, sondern auch als viel zu schwerfällig und kostspielig erweist. In diesem Buch werden die Bausteine für eine bessere Energienutzung und den Einsatz von erneuerbaren alternativen Ressourcen und heimischer Kohle zu einem überraschenden und schlüssigen Mosaik zusammengesetzt. Sie sehen, nicht alle Elemente der Energiewende sind noch up to date. Sie sehen aber auch, dass der Grundsatz doch noch ziemlich aktuell ist. Manche Facette der Energiewende-Konfusion, insbesondere dieser Tage, beruht auch auf Mythen, auf Falschinformationen oder zumindest äußerst selektiver Wirklichkeitsdarstellung. Dies fängt bei Kostendiskussionen an, geht über den offensichtlich nicht ausrottbaren Mythos der erhöhten Atomstromimporte nach Deutschland, reicht aber auch bis zum unmittelbar bevorstehenden Scheitern der Energiewende wegen der Nichtverfügbarkeit großer Speicherkapazitäten. Wir werden uns um einige dieser Themen im Laufe des heutigen Tages kümmern, um andere nicht, aber die Mythen der Energiewende und die Mythen der Gegenargumente zur Energiewende wäre auch noch mal eine eigene Tagung wert. Eine zweite Vorbemerkung, die mir wichtig ist, weil sie letztendlich auch auf die Breite der Themen hinweist, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Der Energiewendeprozess, und das ist in der Tat dann ein Prozess, der 2011 mit dem wahrscheinlich sehr finalen Ausstiegsbeschluss zur Kernenergie einhergeht. Dieser Energiewendeprozess seit 2011 verändert die Verantwortungslage, gerade mit Blick auf diejenigen, die für Energiewende stehen. Eine der Schlüsselfragen gerade dieser Tage ist, wer bemächtigt sich der Energiewende oder bleibt Energiewende ein konstruktives Projekt? Wir haben es ja gerade heutzutage in dieser Tage mit einer Vielzahl von wunderbaren Vorschlägen von mehr oder weniger berühmten Professoren und Instituten zu tun, die unter dem Titel Rettet die Energiewende, stoppt das EEG und ähnlicher Couleur vergeblich oder vorgeblich Vorschläge machen, zum Erfolg der Energiewende beizutragen. Ich bin aus zwei Gründen bei vielen dieser Konzepte sehr skeptisch, weil sie im Regelfall aus zwei Schritten bestehen. Der erste Schritt ist immer der Abriss des Vorhandenen. Und der zweite Schritt ist dann oft ein Vorschlag, der, na gut, bestenfalls aus dem Lehrbuch stammt. Bestenfalls aus selektiver Wahrnehmung. Wie gesagt, ich lese das auch mit großem Interesse immer, wie dann große Kapitel zu britischen Quotensystemen da verfasst werden. Ein Satz fehlt dann immer, dass dieses britische Quotensystem 2017 aus guten Gründen abgeschafft wird. Da
kann man die Frage stellen, ob es eine wissenschaftliche Verantwortung zur vollständigen Darstellung gibt, etc., etc. Aber das bringt nicht weiter. Und insbesondere, und das ist eine eher persönliche Bemerkung, tut es mir weh, wenn unzweifelhaft wichtige Instrumente wie das EU-Emissionshandelssystem, mit dem ich 12 Jahre meines Lebens verbracht habe, zum Allheilmittel hochstilisiert wird, wenn man aber die Verfechter der Allheilmittel zur Zeit, als wir dieses System eingeführt haben, vergeblich auf der Seite der einführungsunterstützenden Wissenschaftler gesucht hat. Da waren die auch immer dagegen. Und ich glaube, das muss man. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss keineswegs, und darauf lege ich Wert, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Auch für die Energiewende und ihre Umsetzung gilt im übertragenen Sinne der Satz: Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Das gilt auch fürs EEG. Die Energiewende kann sich daher nur Schritt für Schritt und in einem bewussten Lernprozess von einer Vision zum konkreten Umsetzungsprojekt entwickeln. Ein Umsetzungsprojekt, das eine technische Dimension hat, das eine wirtschaftliche Dimension hat, das eine regulatorische Dimension hat, das eine gesellschaftliche, eine politische und insbesondere eine europäische Dimension. Und diesen dafür notwendigen Lern- und Veränderungsprozessen werden wir uns stellen müssen, und zwar schnell und mit großer Dynamik. Die Proponenten der Energiewende werden, wenn Energiewende gelingen soll, sich der Gesamtverantwortung stellen müssen. Für die Teile der großen Transformation, die der eigenen Tradition entsprechen, das gilt für alle Dinge bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Das gilt aber auch für Teile, die in unserem Portfolio und Denken neu sind. Das ist das Thema der Versorgungssicherheit, aber auch für Teile, die unbequem sind. Und da reden wir über Infrastruktur, Kosten, Akzeptanz und Ähnliches. Das heißt, wir werden uns der Frage widmen müssen, wie wir uns stellen in Bezug auf konventionelle Kraftwerke, die wir zumindest für die nächsten 2 bis 3 Dekaden maßgeblich brauchen werden. Und wenn wir nicht jegliche Diskussion der Erzeugung von Einkommensströme für notwendige Backup- und Residuallastkraftwerke unter der Fragestellung oder unter der Befürchtung diskutieren können, da kommen wieder ganz viele Kohlekraftwerke auf uns zu. Das gilt für das Verständnis von Netz- und Speicherinfrastruktur als Teil der Lösung und nicht nur als Teil des Problems. Das gilt aber auch für die Berücksichtigung von Kosten und Akzeptanz. Und das gilt insbesondere für die europäische Perspektive der Energiewende. Die Abwehr jeglicher Harmonisierungsbestrebungen immer nur zu verstehen als Angriff auf das Bestehende, trägt nicht dazu bei. Wir brauchen eine eigene Vision der Harmonisierung. Viele der Harmonisierungsforderungen sind gemeint und waren explizit als Angriffe auf das Bestehende gemeint. Das heißt aber nicht, dass man sich dieser Frage nicht stellen darf. Wir werden uns dieser Vision stellen müssen. Eine der interessanten Facetten, und darauf hat der Kollege Seiler schon hingewiesen, der letzten Jahre ist ja, dass sich politische Arenen neu sortieren. Klassische Konfliktlinien und klassische Koalitionen lösen sich auf. Beides. Und neue Konfliktlinien und neue Koalitionen entstehen. Ich bin auch nicht so illusionär, dass ich sage, es wird keine Grabenkämpfe mehr geben. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Gräben nicht mehr ganz so tief sind und dass sie vielfältiger sind und gelegentlich neu gebuddelt werden. Das heißt also, diese neuen Koalitionen und Konfliktlinien sind in weitaus geringerem Maße in der Vergangenheit und der diesbezüglichen Weltsichten verwurzelt. Sie sind wahrscheinlich auch weniger stabil und unübersichtlicher. Diese Unübersichtlichkeit ist notwendig, macht es aber nicht immer nur leichter, hat aber große Perspektiven. Irgendwie befindet sich die Energiewende in der Teenagerphase. Ich lebe zusammen mit einer Tochter, die wird demnächst 15, und ich weiß, wovon ich bei Teenagern rede. Da passiert etwas ganz Großes. Es gibt sehr viel Überschussenergie. Man versteht nicht immer alles, aber das, was für den Umgang mit Teenagern gilt, gilt auch für den Umgang mit der aktuellen Phase der Energiewende. Wir müssen reden, wir müssen zuhören, wir müssen Sicherheit vermitteln, wir müssen Strukturen auch bei uns anpassen und wir müssen Perspektiven eröffnen. Deswegen 5 kurze Thesen für die Diskussion. Die Energiewende ist eines der wichtigsten politischen Projekte, aber nicht alle der Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen heutzutage, sind immer und ausschließlich Folgen
der Energiewendepolitik. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben die Energiewende, auf die wird gleich einzugehen sein. Wir befinden uns aber auch in einer Phase, in der wahrscheinlich Preise für Energie und andere Güter nicht länger mehr niedrig sein werden und nicht länger mehr stabil sein werden. Ich habe mich noch vor 6 Jahren geweigert, eine Studie für das Umweltbundesamt zu rechnen, wo ein Ölpreis von $60 unterstellt werden sollte. Ich habe gesagt, das ist unseriös, das ist völlig unvorstellbar, ich ruiniere nicht meine Reputation damit. War jetzt nicht so richtig. Das heißt aber auch, bei allen Diskussionen, die wir führen müssen, müssen wir uns immer klar machen, wir sind nicht mehr in der Phase, wo das Fass Öl $15 gekostet hat, sondern wir sind in der Phase, wo das $100 kostet und wahrscheinlich in den nächsten Jahren relativ schnell viel mehr. Wir erreichen aber auch eine Phase, die ich bezeichnen würde als das Ende des Brownfield-Übergangs im liberalisierten Strommarkt. Wir sind 1998 in die Strommarktliberalisierung gestartet, auf der Basis eines Kapitalstocks, der abbezahlt war, der niedrige Betriebskosten hat und der noch lange gehalten hat. Wir haben uns über eine Dekade an Strompreise gewöhnt, die letztendlich die Betriebskosten dieser Kraftwerke abdecken. Wir erreichen eine Phase, in der investiert werden muss und in der Investitionen bezahlt werden muss, und zwar unabhängig von Energiewende. Und das wird Folgen haben. Wer vor diesem Hintergrund also glauben oder versprechen will, dass wir mit oder ohne Energiewende eine Zeitalter fortsetzen können, in der Strompreise auf niedrigem Niveau sind, der verkennt die Realität. Und zwar so oder so. Gleichzeitig ist natürlich auch, dass gerade in der Energiewende die Dämpfung des Kostenanstiegs ein wichtiges Ziel ist. Und das aber insbesondere in der Langfristperspektive. These Nummer 2. Energiewende ist mehr als der Stromsektor. Gleichwohl bleibt der Stromsektor der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende. Das geht natürlich auch um Gebäude, um Verkehr, um Landwirtschaft, um vieles. Wir lassen das heute aus 2 Gründen. Das erste ist, weil schon der Stromsektor Thema genug ist. Zweitens, weil der Stromsektor der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende ist. Der Stromsektor steht in Deutschland für 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent von insgesamt knapp 1000. Das heißt, es ist die größte Baustelle, die wir haben. Und insbesondere ist es die größte Baustelle, wenn man die Zusammenwirkung mit den anderen Sektoren betrachtet, der Verkehrssektor, der Raumwärmesektor und so weiter. Alle die Veränderungen, die dort stattfinden, werden entscheidend davon abhängen, wie uns gelingt, den Stromsektor zu organisieren. Deswegen heute das Thema, und wir haben heute auch ein Thema nicht, was wichtig ist, was ich aber der Wichtigkeit habe dazu nennen muss. Das ist die Frage der Energieeffizienz. Das ist natürlich ein maßgeblicher Teil, der ist heute nicht Thema. Da gäbe es 2 Stunden drüber zu reden, und das konnte ich nicht rausschlagen bei der Verhandlung der Zeit für die Keynote. Und zweitens würde es die Konferenz heute sprengen. These Nummer 3. Ein anderes Energiesystem erfordert anders strukturierte Strommärkte, und das mit Blick auf Quantität und Qualität. Wir kommen aus einem System, was, wenn man das vereinfachen will, horizontal und vergleichsweise einfach organisiert ist. Das besteht aus 3 horizontalen Schichten: Grundlast, Mittellast und Spitzenlast. Wir gehen rein in ein Energiesystem, das ist vertikal strukturiert. Aus ganz vielen vertikalen Scheiben, wenn man sich das so vorstellen will. Viel Wind, wenig Wind, viel Sonne, wenig Sonne, viel Last, wenig Last, viel fossile Kraftwerksproduktion, wenig fossile Kraftwerksproduktion, viel Importe, wenig Importe und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie ein solches System organisiert werden soll. Wie das funktionieren soll, wie in diesem System Informationen ausgetauscht werden soll. Und die einzige sinnvolle Koordinierungsinstitution, die es dafür gibt, sind Marktpreissignale, sind Märkte. Von daher ist die Gestaltung von Märkten, die Preissignale erzeugen für die Investition und für den Betrieb dieser sehr viel vielfältigeren Welt, eine der zentralen Herausforderungen. Mindestens für die nächsten 2 Dekaden werden konventionelle Kraftwerke eine relativ große Rolle spielen. Das ist so kein Wunder, wir haben viele davon. Wir werden aber zur Lastbedarfsdeckung auch viel brauchen. Auch bei massivem Ausbau erneuerbarer Energien werden wir uns mit der Frage der fossilen Kraftwerke beschäftigen müssen, aus Gründen der Technologieverfügbarkeit, aus Gründen des existierenden Kapitalstocks, aber auch aus Gründen
in Bezug auf Kosten. Das heißt, wir werden uns darum kümmern müssen, wie die Märkte so umorganisiert werden müssen, dass sie Einkommensströme erzeugen für die Bereitstellung von Kapazitäten und nicht nur für die Produktion von Kilowattstunden. Das ist keine Planwirtschaft, das ist die Abdeckung einer Nachfrage über marktliche Instrumente. Und dabei geht es nicht um die Deckung einer imaginären Grundlastnachfrage. Ich war in meinem ersten Leben ja mal Elektroingenieur und ich bin weiterhin begeistert, wie es gelungen ist, zur Frage des Grundlast- und Grundlastbedarfs einen kommunikativen Coup zu landen. Als ich studiert habe, war Grundlast die Möglichkeit, ein Kraftwerk zu betreiben, das darauf angewiesen ist, sein Geld in 8000 Stunden im Jahr zu verdienen. Diese Möglichkeit ergibt sich unterhalb des Punktes der niedrigsten Last. Und ich finde es einen irrsinnigen kommunikativen Coup, wie man aus der Möglichkeit der Grundlast eine Notwendigkeit der Grundlast erzeugt hat und das dann übersetzt hat in die Notwendigkeit, erneuerbare Energien grundlastfähig zu machen. Das ist für Sozialwissenschaftler eine schöne Aufgabe, diese Umdefinition einer Möglichkeit in einen Bedarf sich mal genauer anzugucken. Speicher und Speichermöglichkeiten sind wichtig. Der großflächige Speichereinsatz ist aber nicht ein Thema des Jahres 2013 oder des Jahres 2020, sondern wahrscheinlich deutlich danach. Ungeachtet der Tatsache, dass wir alle Speicheroptionen, die wir heute kostengünstig im System haben können, nutzen sollten, ist und bleibt Speicherung teuer und ist am Ende des Tages auch immer Energievernichtung. Dies wird man in den verschiedenen Debatten nach mitdenken müssen. Ich komme da nachher ganz kurz darauf zurück. Und wir haben nicht zuletzt im Bereich der konventionellen Kraftwerke eine schwierige Situation, weil es uns bisher nicht gelungen ist, ein wichtiges Instrument zu reparieren, den europäischen Emissionshandel, der Einkommensströme erzeugen kann und erzeugen muss für emissionsarme Kraftwerksinvestitionen. Auch das ist ein Teil des Marktdesigns der Zukunft. Es geht aber nicht nur um konventionelle Kraftwerke. Wenn erneuerbare Energien die Nische verlassen, muss der Flankierungsrahmen angepasst werden. Und ich spreche explizit nicht von Förderrahmen, sondern von Flankierungsrahmen. Ein Instrumentarium, was auf der Annahme oder auf dem Grundprinzip beruht, dass jeder so ungefähr das bekommt, was er braucht, trägt jenseits der Nische nicht, wenn es um Optimierung geht. Das ist heute noch nicht an allen Stellen der Fall, aber demnächst an ganz vielen Stellen. Das Einheitsmodell, wo eine hochdynamische Technologie wie Photovoltaik so ähnlich behandelt wird wie Offshore-Wind mit ganz anderen Rahmenbedingungen, wird wahrscheinlich nicht mehr sehr viel länger funktionieren. Die Lösung aller neuen Herausforderungen durch immer neue Boni funktioniert auch nicht mehr. Das erleben wir zunehmend, dass die Übersicht über die Boni und ihre Kombination verloren geht und spätestens dann muss man über Reformen nachdenken. Aber, wie gesagt, die radikalen Alternativmodelle sind auch nicht tragfähig und schon gar nicht langfristig kosteneffizient. Man kann natürlich errechnen, dass Onshore-Wind billiger ist als Offshore-Wind. Und wenn man eine Ausschreibung macht und ein Quotenmodell macht, dann heißt das, wir kriegen nur noch Onshore-Wind. Wenn man aber langfristig berücksichtigt, dass diese 100% erneuerbare Energienwelt speicherintensiv ist und wenn Sie sich dann vergegenwärtigen, dass Offshore-Wind 4000 Stunden läuft, Onshore-Wind 2000 Stunden und Photovoltaik 1000 Stunden, dann heißt das implizit auch, dass Sie für Onshore-Wind in der Perspektive die doppelte Speicherkapazität brauchen wie für Offshore-Wind und für Photovoltaik viermal so viel. Und die Frage ist, wie Sie das reflektieren. Das ist nämlich keine einfache Frage und das mit einer einfachen Ausschreibung nicht zu lösen. Und wie man in solchen Modellen Infrastrukturplanung machen soll, ist auch ein Geheimnis. Das heißt, wir brauchen eine aufgeklärte Reformdebatte. Ohne Marktpreissignale wird es auch für die erneuerbaren Energien nicht geben. Und die Frage ist, wie man sie in die heutigen Systeme integrieren kann und diese Systeme weiterentwickeln kann. Richtig ist aber auch, dass in die heutigen Strommärkte die Integration erneuerbarer Energien nicht gelingen kann. Märkte, die nicht einmal eine Gasturbine refinanzieren können, werden für eine Windturbine auch keine wirtschaftliche Basis bieten können. Das heißt, wir brauchen einen lernorientierten Konvergenzprozess. Und zwar aus einem bipolaren System, was für die erneuerbaren Energien daraus besteht,
100% Geld für Kapazität zu bekommen. Übersetzt ist invest, produce and forget. Und in der anderen Welt mit Kraftwerken zu operieren, die gerade mal ihre Betriebskosten verdienen. Und das heißt dann produce and forget about investment. Und die Frage ist, wie man aus diesen beiden Extremen in einem schrittweisen Prozess zu einer Konvergenz kommt, zu einem Markt, der die Bereitstellung von Kapazität und von Kilowattstunden honoriert und der das Ganze lernfähig macht. Ich habe, wie gesagt, 12 Jahre meines Lebens mit der Etablierung des CO2-Marktes verbracht und ich weiß, dass da heute das so halbwegs, wenn auch recht als schlecht funktioniert, aber an keiner Stelle so wie 2000 im Lehrbuch stand. Und durch diesen Lernprozess müssen wir durch. Und deswegen sind große Sprünge und Wait and See nicht vertretbar. Wir brauchen sinnvolle Zwischenstufen und langfristige Integration. These Nummer 4, ein anderes Umsetzungsprozess. Die Debatte, ob das zukünftige System dezentral oder zentral ist, ist aus meiner Sicht müßig. Es wird beide Elemente geben. Und wenn es beide Elemente gibt, gibt es zwei Strukturen, die integrieren. Das eine sind Märkte, das andere sind Infrastrukturen. Und das heißt, wir werden Infrastrukturen brauchen, andere und vor allen Dingen integrierende. Das heißt, wir werden mehr und intelligentere Übertragungs- und Verteilnetze brauchen in einer Phase, die anschließt an eine Dekade mit rekordniedrigen Investitionen. Die Zahlen, die heute über Infrastrukturnotwendigkeiten oder Investitionsnotwendigkeiten im Bereich der Infrastruktur gestreut werden, sind ja beeindruckend. 2 Milliarden pro Jahr und so weiter. Das ist aber immer noch die Hälfte dessen, was wir so in den 90er Jahren für Infrastruktur im Jahr ausgegeben haben. Wir sind nach der Liberalisierung in eine Phase gegangen, wo in Infrastruktur schlicht und einfach so gut wie nicht mehr investiert worden ist. Und wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir wieder in normale Investitionsniveaus sind. Und da sind die Zahlen dann schon gar nicht mehr so erschreckend. Zweiter Punkt, und das hat auch was mit Kosten zu tun. Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur sind in der Regel die preiswerteste aller Flexibilisierungsoptionen. Preiswerter meistens als Kraftwerke, preiswerter in jedem Fall als Speicher und so weiter. Und das wird man machen müssen. Und wir sind sozusagen von vielen unbeachtet im Jahr 2011/12 durch einen durchaus vorbildhaften Prozess gegangen mit dem Netzentwicklungsplan, der auch wichtige Elemente für die Akzeptanz schaffen kann. Und wir haben die offene Baustelle der Verteilnetze. Das Problem bei der Infrastruktur ist, dass die Infrastrukturfragen sehr unterschiedlich sind. Wir haben sehr unterschiedliche Herausforderungen im Bereich der Übertragungsnetze, Planung unter Unsicherheit, Akzeptanz, Regulierung und europäische Integration. Das sieht deutlich anders aus bei den Verteilnetzen. Da geht es um Kosten und Regulierung. Und bei den Speichern geht es um den Bedarf, um die Kosten und den Zeitpunkt, wann man sie haben kann und wann man sie sagen will. Wenn man Gesamtverantwortung übernehmen will, dann wird man sich immer auch die Frage stellen, was sind die wirklichen Alternativen, die einfachen Sätze, wir brauchen das alles nicht, ist letztlich nicht verantwortbar. Zumindest muss man dann auch das Preisschild dranhängen. Es hat ja neulich einen schönen Artikel in der Financial Times Deutschland gegeben, eines begnadeten Nachwuchspolitikers einer der interessanten Parteien in diesem Land, der sozusagen die Netzentwicklungsplanung mit Froschteuchen verglichen hat und hat gesagt, warum bauen wir überhaupt Übertragungsnetze? Lass uns doch den Strom im Norden in Methan umwandeln und dann durch die existierenden Gasleitungen in den Süden machen. Wir brauchen doch dieses ganze Zeug nicht so wirklich. Da muss man dann schon eine Ehrlichkeit haben, dazu sagen, wann sind solche Technologien verfügbar, wie viel CO2 muss man dafür aufbringen und dann zum Dritten werden wir eine Verzehnfachung der Kosten sozusagen an dieser Stelle hinnehmen können. Und das muss man dann dazu sagen und da muss man durch einen Diskurs durch. Das heißt aber auch, wir werden für die nächsten 10 bis 20 Jahre im Bereich der Infrastruktur viel öfter eine Debatte über das Wann brauchen als über das Ob. Die Frage, ob man bestimmte Leitungen braucht oder nicht, indem man 3 oder 5% erneuerbare Energien abregelt, ist nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Weil wir reden über 100% erneuerbare Energien. Diese Frage des Wann eröffnet aber auch Freiheitsgrade für faire Verständigungsprozesse, die wir brauchen werden. Partizipation ist ganz sicher kein Allheilmittel, aber es ist ein Lackmustest für die Wahrnehmung des Big Picture und eine wichtige Grundlage für sinnvolle Kompensationsstrategien, weil am Ende des Tages wird es darum gehen. Und eine unabdingbare Vorklärungsphase für die Minimierung der wahrscheinlich nie ganz vermeidbaren rechtlichen Auseinandersetzung. Wir werden in der Frage der Infrastruktur uns mit der unbequemen Frage beschäftigen müssen, ob Eingriffe in Besitzstände, Eingriffe in Natur immer nur Teil des Problems, sondern in der zukünftigen Welt nicht auch oft Teil der Lösung sein werden. Letzte These, die Kostendebatte ist wichtig, muss aber mit Blick für die Realitäten geführt werden. Die Energiewende
erfordert Investitionen. Diese kosten Geld, aber alle anderen Entwicklungspfade erfordern auch Investitionen und die kosten auch Geld. Und wenn man sich das anguckt, sind die Unterschiede da sehr übersichtlich. Aber wir werden auch bei den entsprechenden Vergleichen uns vergegenwärtigen müssen, was wir haben. Versorgungssicherheit hat ihren Preis. Ich habe eine Zeit lang meines Lebens in Boston gelebt und in Boston, in der Region, ist die jahresdurchschnittliche Ausfallzeit bei der Stromversorgung für Haushalte, und zwar unter normalen Bedingungen, ohne Strom und ohne alles, im Jahr 150 Minuten, in Deutschland 15. Das heißt, wer Bostoner Strompreise haben will, muss sich auch mit Bostoner Versorgungssicherheitsniveaus auseinandersetzen. Und das insbesondere vor dem Hintergrund der Klagen über Versorgungssicherheit, die wir bei Mikroschwankungen inzwischen hier so haben. Es hat seinen Preis. Die aktuelle Fokussierung, die wir haben, auf die EEG-Umlage, führt in die Irre. Wir brauchen eine Gesamtbetrachtung. Wir haben etabliert mit der EEG-Umlage einen Indikator, der weder sinnvoll noch tauglich ist, um irgendeine Politik zu steuern. Es geht immer um das Zusammenwachsen, Wirken von Großhandelspreis und EEG-Umlage. Da brauchen wir eine integrierte Kostenbetrachtung. Wir werden uns über Technologiebandbreiten unterhalten müssen. Für ein ganz überwiegend auf erneuerbaren Energien beruhendes Erzeugungssystem werden wir eine Vielfalt von erneuerbaren Energien brauchen, die werden wir in einer gewissen Brandweite flankieren müssen, auch mit Blick auf die Speicherung. Und wir werden uns der Debatte um Innovation stellen müssen, und zwar nicht nur für uns. Es ist richtig, dass die deutschen Stromkunden für Photovoltaik sehr viele Milliarden Geld bezahlt haben, wahrscheinlich auch zu viel. Was wir aber damit auch gemacht haben, innerhalb einer Dekade die Kosten für diese Technologie um 80% nach unten zu kaufen. Eine Technologie, die, wenn Sie mal durch Afrika fahren oder durch China fahren, auch für die Kaufkraftniveaus dieser Staaten inzwischen verfügbar gemacht worden ist von den deutschen Stromkunden. Die haben die Kosten runtergekauft. Und ich würde gern mal eine Doktorarbeit sehen, die das mal vergleicht mit typischen Entwicklungshilfeprogrammen. Sozusagen die Förderung der Photovoltaik und das Runterkaufen der Kosten ist wahrscheinlich das erfolgreichste Entwicklungshilfeprogramm, was wir jemals im Bereich der Energiewirtschaft gemacht haben. Wenn man sich anguckt, welche langfristigen Kosteneffekte dadurch entstanden sind und was verfügbar gemacht worden ist. Wie gesagt, wir werden uns auch der Frage stellen müssen, auch aus Kostengesichtspunkten, wir brauchen das mit den Kraftwerken alles nicht, wir machen das alles mit Speichern. Dieses Beispiel mit den Erdgas und Methanisierung hatte ich Ihnen gebracht, ist natürlich interessant. Der hat aber eine Kostendimension. Und auch hier wieder, und darum wird es ja heute Nachmittag gehen, je weniger Speicher man im System hat, umso kostengünstiger wird das auch. Man wird das bezahlen müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt also, Strom wird auch Zukunft kein Luxusgut. Wenn Sie mal hier gegenüber gehen, zu Galeries Lafayette oder sonst wohin, dann gucken Sie sich mal die Preisniveaus von Luxusgütern an. Das wird für Strom auf lange Zeit nicht der Fall sein. Aber wir werden uns über zielgerichtete Kompensation kümmern müssen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, im Bereich der Industrie. Wer profitiert eigentlich bisher von Energiewende? Das ist die energieintensive Industrie. Wir werden uns aber auch mit der unbequemen Debatte beschäftigen müssen. Wie gehen wir um mit einer Industrie, die kräftig Geld verdient, die aber explizit erklärt, sie wird sich in Zukunft an den Brennstoffkosten der Stromerzeugung beteiligen, aber keinen Beitrag zu einer Investition im Bereich der Kraftwerke oder der Infrastrukturen erbringen. Das ist die heutige Situation. Über diese Debatte werden wir uns unterhalten müssen. Sie sehen, bei der Themenauswahl für unsere Jahrestagung befinden wir uns im Zentrum des Zentrums eines Energiewendesturms. Stürme sind aber für Segler nichts Beängstigendes. Stürme haben für Binnenländer immer was Bedrohliches. Sie geben aber auch Richtung. Und wenn man es dann versteht, die richtigen Segel zu setzen, dann sorgen sie für Fortkommen. Deswegen zum Schluss nochmal ein Rekurs auf die Historie. Der Begriff Energiewende geht ja auf ein Buch zurück von Erhard Eppler, 1975 erschienen, Ende oder Wende, von der Machbarkeit des Notwendigen. Mein Lieblingssatz in diesem Buch ist, ich zitiere, es reicht nicht, das Machbare zu machen. Es geht darum, machbar zu machen, was bislang noch nicht machbar erscheint.
Es geht darum, durch politisches Handeln gekoppelt mit sachlicher Aufklärung Bewusstsein zu verändern und dadurch neuen Handlungsspielraum zu schaffen. Und wo könnte uns genau das besser gelingen? In den Hallen einer Institution, deren Kürzel KfW ja für Kreditanstalt für Wiederaufbau steht. Wenn sich also politischer Wille mit Wissen, Naturenergie mit Finanzierung und Herkunftsbewusstsein mit Aufbauperspektiven verbinden lassen, dann kann die Wende nur gelingen. Vielen Dank.